Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Game, und zwar Bloons Tower Defense 5. Das hat mir der Eco-LP vorgeschlagen, der wird auch irgendwo eingeblendet. Wenn ihr Ideen für Spiele habt, schreibt die in die Kommentare, und wenn ich es halt spiele, dann werdet ihr eingeblendet. Weil ich brauche Ideen zu spielen, und die kriege ich von euch. Das Spiel kostet sogar was, ich glaube 2,24 € hat das gekostet. Ich habe es noch nicht gespielt, weil das möchte ich jetzt mit euch zuerst machen. Und dann mal schauen, ob es die 2,24 € wert war. Das Ganze spiele ich jetzt gerade auf dem Android-Tablet, alles in der Videobeschreibung. Und auch nochmal großen Dank an Black Illy, der mir gesagt hat, dass ich hier diese Entwickleroption freischalten kann, dass man meinen Finger sieht. Das habe ich Ewigkeiten gesucht, nicht gefunden. Spezialagenten. Die Geldtruhe, Neuheiten, Einstellungen, ein Affenlabor, Social. Spezielles Shop, WTF. Wir gehen aber jetzt nochmal rein ins Spielen. Wie gesagt, Tower Defense spielen, Koop, wie geil ist das denn? Aber kann ich nie machen, ich habe keine Freunde. Aber Tower Defense Spiele spiele ich eigentlich sehr, sehr gerne. Deswegen dachte ich, die 2,24 €, die habe ich. Okay, ich sehe schon, es gibt sehr, sehr viele Themen, die man hier spielen kann. Und wir fangen an, mittelschwer, unplatzbar. Ich fange einfach mal mittel an. Ja, unten steht das Übliche, kann ich da einfach reinziehen? Oh, ich kann hier reinziehen. So, da steht jetzt schon mal so ein Affe. Ich meine, Tower Defense Dinger, das ist so geil eigentlich. Ach so, hier gehen die unter der Straße her. Das ist jetzt auch neu. Ich kann doch einen holen. Jetzt kann ich keine mehr holen. Wo ist denn meine Kohle? Ach, da oben, 50. Was kostet die Upgraden? Alle Upgrades freischalten. XP zum Freischalten. Okay, wir starten einfach mal. Wo machen wir denn hier Play? Da oben. Da kommen ja echt Ballons. Oh, Rang 2. Reißnagelwerfer. Schießt 8 Reißnägel in alle Richtungen ab. Na toll, den hätte ich lieber in der Mitte gehabt jetzt. Ich habe eh keine Kohle dafür. Play und schnell. Also noch bin ich da der Babbo im ersten Level. Schwierigkeitsstufe Mittel. Wurfpfeilaffe. Achso, ich kann die upgraden jetzt, ne? Ah, hier, kostet 90. Boah, da kann man ja eine Menge freischalten. Ne? Das ist ja der Hammer. Jetzt hat er so ein Band um. Cool. Und man sieht auch direkt, der Radius hier ist größer geworden. Boah, ist das geil, dass ich jetzt zeigen kann, was ich meine. Mehr Ballons. Oh, blaue. Okay, blaue muss man zweimal treffen. Und der Wurfpfeilaffe, Levelaufstieg. Scharfe Geschosse. Sehr, sehr geil. Probieren wir mal aus. Das sieht man jetzt aber nicht grafisch, ne? Wäre eigentlich nur interessant für... Ah, ne, gar nicht. Der schießt. Oh nein, oh nein. Ich hatte voll Angst. Scharfschütze lässt 2 Schichten eines Ballons platzen. Rang 4 Bumerangwerfer. Wie war ein Bumerang in einem Bogen? Und man kann bis zu 3 Balloons platzen lassen. Warum will ich denn immer Balloons sagen? Oh, warte. Scharfschütze hat eine uneingeschränkte Reichweite. Da kann ich den noch hier hinstellen. Ne, ich will den mal hier hinstellen. Ich will sehen, wie uneingeschränkt die ist. Ja, er schießt. Hier geht's auch noch weiter. Ja, holy shit. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge. Und wenn da jeder Turm noch 2 Upgrade-Zweige hat, dann geht das richtig ab. Nagelsperre. Der Bumerangwerfer. 400 kostet der? Nehmen wir mal. Wow. Das geht so schnell. Ich sehe nicht, was die machen. Ah, jetzt. Wurfpfeilaffe. Verbesserte Sicht. Schießt sogar noch weiter und kann Tarnung aufdecken. Oh nein, da kommen getarnte Ballons. Ich wusste, dass es die gibt. Ah, hier bessere Sicht. Hat er aber... Ne, hat er nicht. Egal. Ich bin verwirrt. Warte, den will ich noch ausprobieren. Boah, es kommt gar nichts mehr durch. Messerscharfe Schüsse. Scharfschütze, Vollmantelgeschoss. Boah, 4 Ballonschichten durchdringen. Das ist immer ein krasser Affe, ey. 350 kostet. Hast du deine Ausgänge im Griff? Natürlich habe ich meine Ausgänge im Griff. Wirft blitzschnell messerscharfe Shuriken. Ich glaube, am Anfang ist das natürlich, da bombardieren die dich.
Finde ich jetzt ein bisschen viel, weil die bombardieren einen ziemlich viel mit den neuen Affen. Okay, Nagelschwerer, machen wir mal hier hin. So, das letztes Ding. Wahrscheinlich haben die Ballons einfach nachher nur noch eine andere Farbe, ne? Das, muss ich sagen, finde ich ein bisschen doof. Weil die Farben werde ich mir nicht so gut merken können. Wenn es halt andere Kreaturen sind, dann wüsste ich mal direkt. Boah, guck mal. Oh, fuck. Tun wir hier noch einen hin. Ist ja egal, wo die Affen stehen. Bombenturm schießt eine Bombe, die einen Umkreis flächendeckend explodiert. Reißnagel werfen. Schneller schießen, schießt Reißnägel schneller. Ich weiß nicht, wohin. Alles eine blöde Position. Eigentlich wäre hier cool. Dann deckt das oben die Bahn ab und hier unten auch. Mach ich so. Die Bloons haben nun einen starken Evolutionsschritt getan. Das Nachwachsen. Sie sind wie ein Herz geformt. Ja, krass. Schwarze Bloons und weiße Bloons sind klein, enthalten aber zwei rosa Bloons. Schwarze Bloons sind gegen Explosion immun und weiße Bloons gegen Einfrieren. Zebra Bloons sind gegen beides immun. Also im ersten Level kriegt man relativ viele Infos vor dem Kopf geknallt. Das ist schon ein bisschen heavy. Das ist schon ein bisschen heavy. Ich freue mich sowieso, wenn der erste Level immer Ende ist. Was ist denn hier los? Ich sollte aber mal irgendwas aufwerten hier, weil die kommen relativ weit schon. Machen wir mal so. Machen wir hier nochmal einen hin. Aber noch geht's. Noch geht's, noch läuft's. Rang 9, Klebstoffschüsse. Boah, das ist ja cool. Ein Tropfen Affenkleber. Machen wir den hier in der deckt, glaube ich, am meisten ab. Und go, Mann! Ich mach nochmal langsamer, ich sehe gar nicht, was die machen. Achso, Klebe drauf, dann wird der langsamer, okay. Bombenturm, extra Reichweite. Machen wir. Boah, das ist jetzt aber eine große Reichweite. Go. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bumerang. Ich mach hier alles voll mit Affen, ist mir scheißegal. Alles voll mit Affen. Wir haben ja genug Affen hier gerade. Ja, da guckt er, ne? Levelaufstieg für den Scharfschützen, für den Bombenturm, für den Bumerangwerfer, für den Klebstoffschützen. Und weiter geht's, noch mehr. Oh, ich habe jetzt hier unten, Ananas? Warum ist da denn eine Ananas? Hab nie aufgepasst. Oh, verstehe schon, die explodiert sofort. Da hätte ich wissen müssen. Hüte dich vor Runde 42. Was ist denn da los? Aber gut, ich würde mal sagen, hier machen wir einen Cut. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ich noch spielen soll. Dann werdet ihr irgendwo mal veröffentlicht, wenn ihr eine richtig geile Idee habt. Und schreibt ruhig. Also bevor ihr eine Idee schreibt, guckt bitte mal in die Playlist. Die ist in der Videobeschreibung. Da ist auch mein Tablet übrigens drin, was ich benutze zum Aufnehmen. Und guckt in der Playlist, was ich schon gespielt habe. Und schlagt mir dann halt ein anderes Game vor. Und wenn ihr irgendwo ein Game sieht, was ganz geil ist, was euch auch gefallen würde, dann gebt dem Game einen Daumen hoch. Und dann schaue ich mal, was ich nächste Runde spiele. Das Spiel ist auf jeden Fall, zumindest schon mal ein gutes Tower Defense Spiel. Mit einer ziemlich großen Eingewöhnungszeit. Oder man wird bombardiert mit den Items, die man hier hat. Man kriegt hier, glaube ich, alle in dem ersten Level. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wie gesagt. Guckt es euch an, ladet es euch runter, zockt es. Bis zum nächsten Part. Tschüss!